kommen wir denn da hin? Jetzt ist er oben. Das schaffe ich nie im Leben. Waren das gerade Pfeile? Ich reiß dir die Leber aus. Was? Wer spricht denn da? Schützen! Schuss! Ach so. Hilfe. Jäger. Hier ist irgendwo eine Höhle. Unter uns aber. Wieso habe ich denn da keine Höhle gesehen? Ah, weil die da oben ist. Interessant. Da werden wir gleich mal reingehen, aber erst nach einem kurzen Päuschen. Bis gleich. Und weiter geht's. Die Fackel. Was ist das? Sewandpilze nehmen wir mit. Okay. Die Jäger schießen da, glaube ich, noch. Patsch. Haarschleierlinge. Was ist dies für eine Höhle? Zumindest wurde sie erbaut. Okay, an ihrem Ende ist nur Hexenjägerrüstung. Interessant. Meisterlich gefertigtes Katzensilberschwert. Ist denn hier alles von der Katze auf dieser Insel? Überlastet. Och, Kacke. Egal, wir können jetzt, glaube ich, eh weiter zum Dorf reiten und da mal ein bisschen verkaufen und so. Können wir wegstecken. Gehen wieder raus. So. Da unten ist doch schon das Dorf. Oder sehe ich das falsch? Nee, das muss es sein. Ja, dann gucke ich mal eben, ob wir hier noch recht bequem irgendwie zum Weg runterkommen. Ich kann leider nicht rennen gerade, ne? Ist klar, ich bin überlastet. Das müsste aber gehen, ja. Ja, guck mal, da kommen wir direkt. Hui! Direkt runtersliden hier zum Dorf. Perfekt. Yeah. Und mal den nächsten Händler aufsuchen. Also ich meine, hier gibt es einen. Guten Tag, guten Tag. Ich habe ungefähr 3 Tonnen Stahl im Gepäck, nicht wundern. Warum ist eigentlich hier die Kamera so komisch? Weil ich überlastet bin? Nee, oder? So nah dran gerade. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Nachfrage. Ja, da. Der ist männlich. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Sven. Die heißen alle Sven hier. Sven oder Sven? So, das sieht dann deinem Schmied aus. Waffenschmied, sehr gut. Guten Tag. Was brauchst du? Bleib, wo du bist. Die Ofenhitze ist einfach furchtbar. Aha. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? So, ich hoffe, du hast Geld, guter Mann. Denn wir werden jetzt ein wenig unser Gepäck erleichtern. Und? Ach, die ist schlechter, guck mal. Hexenjägerrüstung ziehen wir eh nicht an, ne? Bah, pfui, Hexenjäger. Ach ja, die Greifenrüstung schleppe ich auch schon seit Urzeiten mit mir rum. Die müsste man eigentlich mal loswerden. Guck mal, 4,21 und 1,3 ist schon fast 6. Oh. Ah, aber wir haben ein bisschen, guck mal, Bonuserfahrung bei Humanoiden und so. Schon besser. Jo, du hast sogar noch ein bisschen Knete über. Guck mal an.
Können wir hier alles mal ein bisschen wegmarkieren. Das auch. Blotsch, 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 blotsch. Da ist noch. So. Jetzt sind wir wieder ein bisschen sauber. Zerlegen. Mach mal. Boah, 369. Huh. Hjalmars Stahlschwert. Das haben wir ja gewonnen. Aber nee. Oder? Guck mal, das ist gar nicht gesockelt. Warum? Muss ich auch noch gleich machen. Wieso ist da kein Sockel drin? Bonuserfahrung. Kritischer Trefferbonus. Ist eventuell sogar ein Ticken besser als das Bärenstahlschwert tatsächlich. Die 126, mach kaputt den Schrott. So. Was willst du denn? Ah ne, halt, halt, halt. Wir kriegen hier aber gute Sachen raus. Ach komm, wir brauchen die Kohle sonst für nix. Handeln, Handwerk. Die Stufe des Handwerkers ist zu niedrig. Oh, brauche eh 29. Okay, Bolzen machen wir jetzt nicht. Könnten wir eigentlich mal, aber naja. Eisenbarren, gehärtetes Holz. Die Musik ist weg, es ist still. Falscher Handwerker. Guck mal, wie süß, die alten Schwerter. Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Dorisches Schwert. Interessant. Wiepernstahlschwert. Ja, 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 ja. Nee, herstellen kannst du uns nix, Jung. Hallo? So. Dann kannst du mal reparieren. Ich kann auch alles reparieren einfach. Ja, zack, so, komm. Verbesserung entfernen haben wir nichts. Zerlegen haben wir gemacht. Was ist das denn da eigentlich? Insignien der redanischen Spezialverbände. Plunder. Kaufst du das zufällig? Wo ist das denn? Da. Gegenstand ist unverkäuflich. Ach so. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Ringe, 6 Gold, 75. Reines Silber. Wo dann Handwerkzutaten zerlegt werden. Aber das geht schon, glaube ich. Ich würde sagen, das ist okay. Wiedersehen. Tschüss. So, jetzt können wir wieder rennen. Und ich würde gerne mal gucken, erstmal nach den Sockeln. Warum haben wir keine Sockel drin? Das verwundert mich gerade extremst. 5% Chance auf Verbrennen, Bluten, Angriffskraft. Taumeln, Betäuben, Verbrennen 2% aber nur. Art, nee. Zeichen, nee. Rüstungsdurchbohrung, Vergiften 3%, Betäuben 3%. Ich bin schon fast fürs Verbrennen einmal und Vergiften? Oder aber Bluten ist nur 3%. Ich würde gerne 5% reinpacken. 5% Angriffskraft. Machen wir erstmal die Stahlwaffe. Die werden wir wahrscheinlich gegen humanoide und physische Monster benutzen. Deswegen finde ich Verbrennen eigentlich ziemlich gut. So. Bluten bringt uns da auch nichts. Angriffskraft würde aber im Silberschwert was bringen. Falls irgendwas gegen Elementarschaden oder so immun ist, dann haben wir zumindest die ganze Zeit durchgehend mehr Angriffskraft. So, was können wir hier jetzt noch? Axi, ja, nö. Gwen? Igni. Igni oder Gwen? Würden 10% auf Axi. 10% auf Art.
Ich benutze aber eigentlich mehr Igni, deswegen würde ich das hier auch eher reinpacken. Weil das so einen schönen Flächenschaden macht immer. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Die Bolzen können wir eigentlich beim nächsten Mal verschießen. Und sobald wir mal eine Truhe wieder in der Nähe haben, hier auf der Insel ist ja keine, ne? Sobald wir eine Truhe haben, ne, dann können wir mal das Gelumpe da auch reinpacken. Bleibst du lange? So, nee, ich gehe gerade wieder. Tschüss. Es stimmt, was man sagt. Niemand löst Ärger wie ein Hexer. Ja, korrekt. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr, wenn es keine mehr gibt? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich durch die Gegend pimpern. So, nehmen wir noch eben die letzten Orte hier mit. Ach, wir müssen ja noch Gunda besiegen. Mist. Ja, wir kommen eh wieder dran vorbei. Was ist da unten? Kacke. Jetzt hier runter? Das sieht ganz gut aus. Versteckter Schatz. So, noch jemand, der Ärger will. Eine Nachricht und ein zerkratzter Schlüssel. Verborgen in der Tiefe. Oh, 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 oh. Hm, der ist rot markiert. Das können wir noch vergessen. Was mache ich denn hier? Sollen wir den Brief schon mal lesen? Komm. Njal, wir haben den Schatz versteckt und zwar so gut, dass ihn keiner finden wird, nicht in einer Million Jahren. Den genauen Ort zu beschreiben, wäre Leichtsinn. Also sagen wir einfach, dass es höchste Zeit ist, zu unseren alten Jagdgründen zurückzukehren. Sobald du bei uns bist, segeln wir zum Festland. Wir müssen uns beeilen. Es heißt, Jorah hätte den Göttern geschworen, er würde nicht eher ruhen, bis er uns gefunden, die Haut abgezogen und seinen Schatz zurückerhalten hätte. Heuchlerischer Drecksack. Er hätte ihn gerecht aufteilen können, wie wir es vereinbart hatten, aber nein, er wollte uns ja unbedingt aufs Kreuz legen. Da hat er eben bekommen, was er verdient hat, dreckiges Wiesel. Frog. PS, wenn du ankommst, halte dein Schwert bereit, die Gewässer dort sind gefährlich. Obwohl, warte. Die Gewässer sind gefährlich. Ich habe da so eine kleine Vermutung. Wo wäre es denn? Ach du Scheiße, da oben. Uah. Hä? Das ist eine ganz falsche Quest hier. Der Turm aus dem Nirgendwo? Nein. Es müsste ja eine rote Quest sein, ne? Schatzsuche. Bärenschule? Abkürzung, Stufe 13, interessant. Wie hieß die Quest denn jetzt? Betritt den Turm. Hä? Wieso sind die rot? Stehe ich gerade nicht. Hexeraufträge. Der vermisste Sohn. Kreatur? Nö. Komisch. Des Finders Freund. Das müssen wir auch noch machen, ne? Meine Güte. Werkzeuge holen, Fährte. Das war ja die. Finde den Schreiber, Gwyn-Turnier, ne? Tja. Da bin ich gerade echt ein bisschen verwirrt, weil die Quest wurde uns als rot angezeigt, aber alle roten Quests hier haben doch nichts damit zu tun. Komisch. Wir können trotzdem mal die andere Quest auswählen. Die da war.
Wieso kann ich mir die Namen... Genau, Eiserne Jungfrau. Das war die letzte. Verborgen in der Tiefe. Quest... Was? Hä? Okay. Die Quest hat sich beendet. Sehr seltsam. Naja, wir haben jetzt noch zwei Punkte, die wir absuchen können, müssen, sollten. Ich guck mal, ob ich hier bequem irgendwie... Jo, komm ich. Die liegen auch alle recht nah beisammen, also das sollte schon schnell gemacht sein. Und dann können wir uns mal diesem Gunnar zuwenden. Den müssen wir aus den Latschen hauen und dann können wir mit der, wie hieß die, Jutta? Mit der Jutta mal ein Gefecht austragen. Was ist das hier? Ein Ort der Macht? Ach, praktisch. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Patsch. So, den haben wir mitgenommen. Punkte sollten wir dann auf jeden Fall irgendwann genug haben, sollten wir wieder ein Level-Up haben. Da können wir aber auch nur... Ach nee, wir können die im Prinzip alle verteilen. Aber wir können dann sofort ein Skill wieder wahrscheinlich maxen. Das wäre ja... Oder sogar schon die nächsten Stufen. Das wäre ja auch praktisch. Auf jeden Fall jetzt nicht blind irgendwie drauf losskillen und dann sich später ärgern. Es gibt zwar einen Trank, mit dem man diese ganzen Skillpunkte wieder zurücksetzen kann, aber den habe ich noch nicht gesehen. Oh, ist glaube ich nicht so gut hier runter. Oder? Wie kommt man denn da hin? Den Weg da hinten wieder, ne? Bah. Also diese Berge hier, die sind schon dezent lästig. Warum? Wir sind ja gerade nur gegangen, nicht gelaufen. Ich war es nicht. Ich habe nicht Steuerung gedrückt. Ehrenwort. So, da sind wir auch schon fast. Ein Haus. Ein bewachter. Oh, scheiße. Ein bewachter Schatz. Hm. Na dann, Quen. Mit den Bomben fahren war bei den Dingern eigentlich immer ganz gut. Quen an. Kuckuck. Oh, 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 oh. Ich hätte gerne erstmal mein Quen wieder. Mist. Was war das denn? Ach so, ihr auch noch. Ja dann, kommt her, ich bin gerade bereit. Nummer 1. Krieg ich die da? Mann, wo liegst du? Da. So. Der Rest lässt uns vielleicht in Ruhe mit etwas Glück. Die nehmen wir noch mit hier. Zack. Zack. Okay, was hat er denn bewacht? Der gute, dicke Zyklop. Zyklon. Zyklop. Naja. Okay. Ist das nicht so pralle, aber kann man schon was mit anfangen. Nicht? Egal. Alle Orte erkundet. Jetzt können wir dem Gunda eins aufs Maul hauen. Und dann der Jutta. Gunda eins aufs Maul, Jutta eins aufs Maul.